Mein Name ist Monika Gstöttinger. Ich bin Beraterin auf der Landwirtschaftskammer. Im heutigen Video stelle ich euch das Ad libitum Tränkesystem vor. Das ist mittlerweile ein sehr gängiges System in der Praxis, den Kälbern Milch zur freien Aufnahme anzubieten in den ersten Wochen. 3 oder besser 5 bis 8 Wochen bekommen die Kälber 24 Stunden am Tag die Milch. Der Eimer bleibt hängen und sie können immer in kleinen Mengen Milch saufen. Dennoch sollte Wasser und Kälber-TMR bereits ab der ersten Lebenswoche zur Verfügung gestellt werden, damit die Kälber sich auch daran gewöhnen. Bei der Ad libitum-Tränke ist es wichtig, die Tränke anzusäuern. Das hat hygienische Vorteile im Sommer, da ja der Tränkeeimer 24 Stunden beim Kalb verbleibt, vermehren sich sonst sehr schnell die Keime. Der gewünschte pH-Wert wäre 5,5. Gesäuert wird entweder mit verdünnter Ameisensäure oder mit einem Firmenfertigprodukt. Besser ist es dann, die Milch kalt anzubieten, da dann die Milch nicht so stark ausflockt. Beim Ansäuern ist es wichtig, die richtige Dosierung des Säuerungsmittels zu verwenden. Bei Fertigprodukten steht diese auf dem Gebinde. Bei 1:9 verdünnter Ameisensäure sind es in etwa 20 bis 30 Milliliter pro Liter Tränkemilch. Die benötigte Menge zur nicht zu warmen Tränkemilch geben und kräftig rühren. Im Anschluss den pH-Wert kontrollieren. Das erfolgt am schnellsten und einfachsten mit einem digitalen pH-Meter. Da die Milchinhaltsstoffe sich im Laufe des Jahres unter Laktation ändern, empfehlen wir, den pH-Wert täglich zu messen. Die gleiche Menge an Säure führt nicht immer automatisch zum gleichen pH-Wert. Der Ansäuerungsgrad kann auch variiert werden, um die Tränkeaufnahme etwas zu steuern. Saufen Kälber den Eimer sofort leer, kann stärker angesäuert werden. Wird die Milch zu wenig angenommen, kann etwas weniger stark angesäuert werden. Deswegen ist es wichtig, sich mit dem pH-Wert auseinanderzusetzen und ihn, wenn nötig, anzupassen. Wichtig ist mit dem Ansäuern bereits nach der ersten Bissmilchgabe anzufangen, damit die Kälber die leicht saure Tränke von Anfang an kennen und akzeptieren. Mit dem Ansäuern beginnt man sofort nach der ersten Bissmilchgabe. Der Eimer bleibt sofort hängen. Anfangs werden 4 bis 5 Liter angeboten. Zu den Hauptmahlzeiten, morgens und abends, wird der Eimer neu befüllt. Zwischendurch wird kontrolliert, ob noch Milch im Eimer ist, ansonsten wird wieder nachgefüllt. Einmal täglich sollte die Eimerhygiene auf jeden Fall gemacht werden, auch bei der Ad libitum-Tränke. Im Winter unter Außenbedingungen funktioniert dieses System nicht. Da wäre es von Vorteil, 3-mal täglich rationiert zu tränken. Das Abtränken funktioniert folgendermaßen. Nach der Ad libitum-Phase werden die Kälber rationiert getränkt, 2-mal täglich. Man beginnt mit der letzten Menge, die das Kalb ad libitum gesoffen hat, und reduziert langsam und behutsam die Milch, sodass die Kälber dann abgetränkt werden. Der große Vorteil der Ad libitum-Tränke ist, dass die Kälber schneller wachsen und gesünder und fitter sind, weil sie einfach mehr Milch aufnehmen. Sie entwickeln sich sehr rasch zur Kalbin. Das Erstkalbealter kann relativ niedrig gehalten werden und die Milchleistung später als Kuh ist höher. Das wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Versuchen mittlerweile bestätigt. Man nennt das Prinzip die metabolische Programmierung.